Retro Gaming. It's come a time. Talk now, leader. Amiga. It's come a long time. Enjoy my channel and have fun. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Retro-Gaming-Maniacs, zu einer neuen Ausgabe von It's Amiga Time. Ja, ich habe endlich mal wieder den Amiga 500 aus dem Schrank gekramt, weil ich immer noch so ein bisschen hier rumspiele mit den ganzen Einstellungen, Retro-Tink und Co. Und ich habe jetzt so ein bisschen getrickst, damit der Sound wirklich ohne Stottern kommt. Habe hier das Gotik als externes Drive dran und darüber habe ich jetzt den Naris geladen. Stottering. Ich habe so ein bisschen Probleme gehabt mit der Elgato HD60X. Die liefert zwar ein super, wie soll man sagen, super Bild, beziehungsweise das kommt ja eigentlich aus dem RetroTINK 5X. Und das Signal geht dann eigentlich in die Capture-Karte. Und ich kann wirklich lagfrei zocken, in einer super Auflösung und alles drum und dran. Aber der Sound stottert manchmal. Und das ist irgendwie ein Elgato-Problem, das ich nicht gefixt kriege. Ich habe da schon alles probiert und gelesen und gemacht und getan. Und nach einigem Hin und Her ist mir was eingefallen, nämlich so nach dem Motto, du hast doch noch einen HDMI-Splitter im Schrank rumliegen, den du nie nutzt. Und du hast hier noch so einen HDMI-to-USB-Grabber. Was habe ich also gemacht? Ich habe den HDMI-Splitter hinter dem RetroTINK angeschlossen und leite das Bildsignal jetzt über die Elgato-Capture-Karte und das Audiosignal über den USB-Grabber. Und ich habe absolut keinen Verzug zwischen Bild und Sound. Das ist on-spot und alles funktioniert ausgezeichnet. Ich bin absolut happy mit dieser Lösung, dass es jetzt funktioniert. Das mal war so ein kleiner Exkurs am Rande. Jetzt geht's aber los. Ne? Ich faile jetzt mal at Denaris. Ich weiß es gar nicht mehr. War das der Vorgänger von Katakis oder heißt es anderswo eigentlich Katakis? Oder war es der Nachfolger von Katakis? Irgendwie was? Oder durften die es nicht Katakis nennen, weil wegen Copyright irgendwas war da mal, ne? Ist aber auch wurscht, ich will jetzt mal zocken. Und ablosen. Ist hier noch ein Rest Zielwasser drin? Vielleicht. Also dann, er lädt. Das braucht ein Momentchen. Bin gespannt. Aber ich muss sagen, der RetroTINK 5X liefert ein gestochen scharfes Bild. Man sieht das ja hier, ne? Und theoretisch könnte ich auf meinem OBS-Monitor alleine schon das Game zocken. Praktisch ohne Input-Lag, wenn ich hier so drauf gucke. Ja, ich habe praktisch fast kein Lag. Ich bevorzuge aber, das Ganze auf dem Gaming-Screen zu machen, weil... Ich mach mal Autofeuer an. Weil da habe ich einfach mehr Bild. Das bevorzuge ich doch. Das gefällt mir besser. Ein Autofeuer ist hier ganz hilfreich, stelle ich fest. Ich komme allerdings trotzdem nicht weit, obwohl ich ein totaler Fan von Shoot'em-up-Games bin. Klingt komisch, ist aber so. Ich muss hier aufpassen. Durchtauchen, jawohl. Hier geht's mächtig zur Sache. Da muss man echt aufpassen, dass man nicht von da oben auch plötzlich mal so ein Laser auf dem... Ah. Die leichteste Kollision an irgendeiner Kante und du bist tot, ne? Das ist schon eine kleine Gemeinheit. Aber hier, ey, das läuft so butterweich. Und ich habe auch deutlich weniger Ruckler in der Aufnahme. Das war nämlich auch so ein Problemding. Die Avermedia... die hat ja USB 2.0 und die Elgato hat USB 3.0. Scheiße, jetzt habe ich das Ding verpasst. Oh, das ist ätzend. Das heißt, jetzt wird's hart. Weil diese Laserwaffe, die war schon ganz brauchbar. Ja, jetzt wird's schwierig. Ja, sag ich schon, wie willst du denn da durchkommen? Das geht ja gar nicht. Da wollte ich sagen, ne?
Das ist deutlich smoother, das Ganze in der Aufnahme. Also, als ich die ersten Testaufnahmen gemacht habe, hatte ich ein echt breites Grinsen, ey. Hat sich die ganze Investition gelohnt. Jetzt kann ich hier wirklich wunderbar aufnehmen. Also es läuft deutlich ruckelfreier, als es mit der Avermedia Live Gamer Mini war, die auch einen guten Dienst geleistet hat, gar keine Frage. Aber that's better. Scheiße! Habe ich schon erwähnt, dass ich in diesem Game überhaupt nicht weit komme? Irgendwie schaffe ich es nicht mal bis zum ersten Level-Boss. Ich bin so schlecht. Aber darum geht's ja gar nicht. Es geht ja ums Entertainment. Und eben, ich spiele das ohne Trainer, Leute. Und da komme ich halt einfach nicht weit. Bin komisch, ist aber so. Weil hier auf meinem Zockbildschirm, das läuft butterweich und absolut on-spot. Ich habe nichts, kein Input-Lag, überhaupt nichts. Das ist so great. Und das Bild ist einfach so crisp scharf. So scharf habe ich es noch nie auf dem Amiga gehabt. Das ist ja hier über Amiga RGB out. Und ich muss sagen, das Bild ist besser als über einen Framemeister. Konzentrare. Ey, die kommt teilweise so fast. Scheiße, ist das schwer, ey. Weit kommst du hier nicht. Aber es macht Spaß. So, dieses Einer geht noch. Das muss doch zu schaffen sein. Der Effekt ist auf jeden Fall da. Ich glaube, hier war ja noch Manfred Trenz involviert. Ne? Ich muss da noch mal gleich gucken. Und der ist dafür bekannt, dass die Games nicht leicht sind, die er programmiert hat oder wo er mitgewirkt hat. Also ich glaube, hier bei Denaris hat auf jeden Fall noch mitgewirkt. Ey, scheiße. Ich bin so am Abkoten, ey. Mann. Aber Spaß macht's trotzdem. Kannst du sagen, was wosch. Was wosch? Das ist launig. Das ist spaßig. Seien Sie dabei. Fliegen Sie mit. Nee, fliegen Sie besser nicht mit. Bei mir sterben Sie zu oft. Comaniac Airlines heißt sie herzlich willkommen. An Bord des Himmelfahrtskommandos. Boah, scheiße. Ich dachte schon, entweder die Kugel oder dieses dumme Spaceship kriegt mich im Arsch. Vor allem, warum verfolgt er mich dann eigentlich noch? Was soll denn das? Arsch. Ich mag die Soundgeräusche hier auch. Komm echt gut. Das ist schon ein geiles Game, aber es ist einfach too hard for me. Ein paar Reflexe sind mir ja noch erhalten. Das ist so ein bisschen Muscle-Memory-Zeug, ne? So. Aber, ja, Arschloch, warum biegst du dann nach rechts ab? Pisser. Mann, ich will doch nur spielen. Bin ich damit in der Highscore? Mit 12.210 Punkten. Man weiß es nicht, man munkelt bloß. Ja. Er lädt wieder zurück, ne? Congratulations, Player One. So, ich gebe dem nochmal einen Versuch. Dann hat das Video auch ein bisschen Länge, ein bisschen Substanz. Prost. Es wird langsam schnell dunkel hier. Ah, das Game ist schon geil. Das macht schon Laune. Muss man sagen. Ich habe leider aber auch entdeckt, dass viele ADF-Files irgendwie korrupt sind und nicht laden. Das ist so ein Hit and Miss. Und ich habe mir vorgenommen, wenn ich jetzt so Amiga-Gameplay mache, ich warte wirklich erst, bis ich im Game-Menü drin bin, bis das vollständig geladen hat. Denn wie oft habe ich dann so, ah ja, fängt an zu laden. Okay, ja, bis zum Crack-Tro kommen wir. Ja, dann drücke ich doch mal den Aufnahmebutton. Und in dem Moment, wo ich den Aufnahmebutton gedrückt habe, stürzt dann das dann kurze Zeit später ab.
von wegen hier Read Error, bla bla oder Guru oder Grafikmatsche und dann denkst du, ja toll, wofür hast du jetzt eigentlich den Aufnahmebutton gedrückt? Ich habe so schon recht viel Müll hier auf der Festplatte. Bevor ich das hier ans Laufen gekriegt habe, habe ich zwei andere Games versucht aufzunehmen und da war das genau das. Wo ich jetzt denke so, nee, zukünftig wartest du erst, bis du im Gameplay-Menü drin bist und drückst dann auf Aufnahme. Ja, muss so sein, weil es nervt sonst. Dann kann ich immer noch sagen, okay, scheiße, war nix. Next Game. Ist ja nicht so, dass es nicht genug Amiga-Games gibt, die man ausprobieren könnte. Das ist Speed, oder? Was war das denn? Warum hat er denn erst einen Schub nach vorne gemacht? Oh. Okay, da bin ich durch, aber da kann auch immer mal was von oben kommen, ne? Das ist halt die Gefahr hier. Oh, ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Geh weg. Ich habe Angst. Ich habe Angst, dass ich da gleich ganz dumm sterbe. Ich spüre es. Ja, ja, kommt am besten noch vorher. Was war das denn? Scheiße, ich habe da was verpasst. Wahrscheinlich lebensrettend. Ah! Okay, aber weiter als auch schon. Hoffentlich muss ich nicht so weit von vorne wieder anfangen. Ich habe das dumme Gefühl, ja, dass das Faire ist, aber dass da wenigstens ein Teil meiner Power-Ups zurückkommen. Die sollte ich auch unbedingt kriegen, weil sonst hast du hier keine Chance. Ohne diese beiden Power-Ups bist du jetzt schon chanceless. Vor allem auch dieser grüne Laser, der hilft dann auch noch viel. Aber bei manchen musst du ja doch ganz schön, die haben ganz schön, musst du draufhalten, ne? Schnell weg da. Dieser Deckenlaser, der geht mir auf den Tiger. Nicht nur der, Arsch. Scheiße. Jetzt habe ich mich so gut bis dahin durchgeballert. Ja, und schon bist du wieder in Fritne. Mann, oh Mann. Das geht hier so schnell. Das eskaliert hier echt quick. Jetzt sagt ihr, habe ich erwähnt, dass das Game leicht ist? Nein, habe ich nicht. Aber habe ich erwähnt, dass das Game geil ist? Ja, bestimmt. Habe ich erwähnt, dass Shoot'em'up mein Lieblingsgenre ist? Ich spiele es immer wieder gerne, auch wenn ich da so oft versage. Jetzt mach doch! Das ist hier wirklich so eine fiese, fiesmöppige Ecke, ey. Wie willst du da? Ja, scheiße, du Arsch! Wie willst du denn da überleben? Das geht doch gar nicht. Das ist ein Ding von Unmöglichkeit, ich sag, hör mal. Das geht echt null. One more try and one more die. Meine Güte, ist das ein geiles Bild von der Qualität. Ich bin mal gespannt, weil ich bin jetzt noch am Anfang. Ich will ja, während ich hier krankgeschrieben bin, will ich halt die Chance nutzen, auch für alle Systeme, die ich so habe, so nach und nach die besten Grafikoptionen einzustellen über den Retro-Tink. Ich musste hier beim Amiga eigentlich fast gar nichts machen. Als ich den eingeschaltet habe und auf SCART RGB geschaltet, hat er mir eigentlich auf Anhieb schon eine perfekte Einstellung geliefert, wo ich denke so, Alter, wie geil ist das bitte? Jetzt könnte man natürlich spaßeshalber noch Scanlights und so eine Spielerei da reinbringen, damit das so ein bisschen wie ein CRT-Monitor aussieht. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Ja, und diese Kombination ist natürlich jetzt nicht so billig gewesen. Also der, ja, scheiße, Mann. Retro-Tink, aber ich bin ja damals da nach Bern gefahren, als sie Tag der offenen Tür hatten. Und ich habe ein paar Games mitgebracht, von denen ich mich getrennt habe. So ein paar Game Boy Advance Games. Ja, und die haben mir aber fast 70 Stutz eingebracht. Und das wurde dann direkt vor Ort mal verrechnet. Sodass ich statt ungefähr 360, 370 nur 300 bezahlt habe für den Retro-Tink. Und habe mir natürlich die Kosten für Zoll und Versand aus den US&A gespart, weil der Laden ist ja hier in der Schweiz und der war für mich gut erreichbar. Quasseln und zocken ist immer eine ganz beschissene Idee. Ja, das war doch scheiße. Also das heißt, das darf ich nicht einsammeln, weil... Was war denn das für ein Shit? Das klaut dir meine geliebte Droh... Nee, das geht nicht immer. Das darfst du nicht.
Im entscheidenden Moment, zuff, ist es weg. Das ist ja ein Dick-Move, ey. Bist du denn? Power down war das. Ah. Aber ich habe das Gefühl, ich groove mich ganz langsam ein. Immer wenn ich sowas sage, sterbe ich instant. Meine Mutter, ich glaube, ich komme jetzt langsam rein. Ich glaube, ich fliege jetzt langsam raus. Ja, scheiße, wie willst du denn das? Ja, das ist eine richtige Kackstelle, echt. Oh. Letztes Schiff. Mann, warum ist denn das so hart, ey? Kann man das mal einer erklären? Warum muss denn diese Arcade-Härte hier sein? Und der Vorteil ist, du kannst hier unendlich Coins haben, so gesehen, ne? Du kannst es immer wieder probieren. Und vielleicht in 3 Stunden des Versuchens kommst du mal bis zum ersten Boss. Das werdet ihr in diesem Video nicht mehr erleben, weil das ist mein letztes Leben. Also genießen wir die letzten Sekunden Gameplay, bevor ich tot bin. Denn ich habe keine Ahnung, wie ich das meistern soll, ohne drauf zu gehen. Ja, ich weiß, dass ich nicht einsammel, Arschloch. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Ja, siehste, ey. Leichter wird das nicht, je weiter man kommt. Konnte ich jetzt hier eindrucksvoll sehen. Fuck. Okay. Welchen Platz habe ich denn gemacht? Ich kann mich ja in die Highscore eintragen. Vielleicht. Ja, auf jeden Fall geiles Game. Macht Spaß immer wieder eine Runde. Ist aber wirklich verdammt fordernd. Ne? Ihr habt es jetzt gesehen. Aber ich habe mich platziert. Da muss ich doch mal mein Nämchen eingeben. Gott sei Dank ist das hier relativ schnell mit dem Scrolling. Obwohl ich ja bevorzuge, das einfach über Tastatur einzugeben. Geht ja noch schneller. Thomas reicht. End. So. Mal gucken, wo wir sind. One-Player? Two-Player? Ich frage mich, ob das Two-Player simultan ist. Das wäre noch spaßig. Highscores. Schauen wir mal, was haben wir denn? Top 10. Top 10. Ja, auf dem ersten Platz bin ich mal nicht, ne? Mit 22.400 Punkten. Aber hey, Platz 4. Ja, nice. Ja, und da habe ich schon ein bisschen probiert, ne? Wie man sieht. Ich habe nämlich auch für den englischen Kanal das Ganze noch aufgenommen. Ja, Denaris. Sehr geiles Game. Macht Spaß. Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuschauen und ich konnte euch für einen Moment unterhalten. Wenn ihr euch das gefallen hat, dann würde ich mich freuen über ein Like unter dem Video. Noch geiler wäre ein Abo meines Kanals. Vergesst nicht, die Glocke zu drücken. Ich habe festgestellt, nur ein Bruchteil der Abonnenten hat auch die Glocke so aktiviert, dass immer was Neues kommt. Und ansonsten bleibt mir treu, empfehlt mich weiter. Ciao, bis zum nächsten Video. Was auch immer da kommt, macht's gut, ihr Lieben. Euer Tomaniac.